Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018, beziehungsweise, ja, 15. Rennwochenende steht an. Wir sind zu Gast in Singapur. Sieht in hellen, aber übrigens ein bisschen ungewohnt aus, aber im Dunkeln. Das ist richtig glamourös. Das sehen wir dann spätestens im Qualifying oder im Rennen. Ja, genau, Singapur. Das erste Rennen aus Asien, beziehungsweise Europa ist weg. Komplett, das war durch. Jetzt geht's mit Asien weiter, wie gesagt, Station Nummer 15, das wechselte Rennen diese Saison, also so viel haben wir nicht mehr. Und die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. Yay. In der nächsten Session sind sie am Auto. Cool. Ja, so viel haben wir nicht mehr, um Richtung Weltmeistertitel zu gehen. Ich guck mal gerade auf die aktuelle Konstrukteurstabelle. Momentan haben wir einen Vorsprung von 81 WM-Punkten. Wir haben, wie gesagt, noch 6 Rennen, also Singer 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 Rennen, also genau. Sind also noch 140 Punkte zu holen. Quatsch, 140 oder 75 Punkte noch zu holen. Die brauchen wir auf jeden Fall auf Vorsprung, sind 81 haben wir, also müssten wir noch 90 Punkte holen, das müsste mit, ja gut, es sind noch 4 Rennen, also es dauert noch ein bisschen, bis wir uns tatsächlich Weltmeister nennen. Dürfen, ich nehme 3 oder 4 Rennen noch, alle frühestens wahrscheinlich, wenn es richtig gerechnet ist, ist es Mexiko. Das ist wahrscheinlich, vielleicht, ja, Mexiko könnte so das allerfrühste sein, aber da mache ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber. Wir machen natürlich den nächsten Schritt. Unser nächstes Ziel wird auf jeden Fall sein, das Mercedes da oben wieder mal raus runterzuholen. 9 WM-Punkte haben wir Rückstand. Und das im Idealfall an diesem Rennwochenende. So, wir gucken mal auf die, würde ich vorher sagen, für das komplette Wochenende. Ja, Qualifying und Rennen jeweils trocken. Das ist eine gute Information. Die ist durchaus wichtig. So, ja, wie gesagt, die Teile sind ja drin. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Strafe auch kriegen. Okay, die dritte ist ja drin. So, dritte Renngetriebe. Ich gucke gerade was anderes. Dein Ruf bei einem Team hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber nicht. Geh mal rein. Hierzu zählen dein Verhalten. Ist jetzt egal. So, ja, Singapur. Und hier wir. Ein herzliches Willkommen an alle Rennsportfans, die heute live mit uns dabei sind, wenn hier in Singapur gleich die grüne Ampel angeht. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern, aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. So. Okay then. We've fitted some new parts for this session. Hopefully they'll help you squeeze a bit more pace from the car. Gut. Dann geht's jetzt gleich weiter. So. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Ja, diese Strecke sollte uns tatsächlich eher liegen. Ich guck mal gerade auf die Komplettwetterfeuersage, was auch die Trainingszeiten betrifft. Super, ein komplett trockenes Rennwochenende steht heute zu uns im Haus. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. So, ich gehe sofort auf die Strecke.
Gut. Gehen wir auf die Strecke. Singapur im Hellen, wie gesagt. So, das erste Mal auf den Softreifen. Die ersten Versuche. Wobei Vettel gerade jetzt seine erste Zeit setzt. Mit dem Ferrari. Letztes Jahr. Hier haben wir mit dem Ferrari letztes Jahr gewonnen. Aber ja, schaffen wir das auch mit dem Red Bull. Die Strecke sollte es tatsächlich ein bisschen. Sollte uns eher liegen. So. Als zum Beispiel in Italien. Mit der Highspeed-Strecke. Die Strecke ist sehr kurvenreich. Das könnte dem Red Bull tatsächlich deutlich eher liegen. Aber wir müssen jetzt mal gucken, dass er. Wo Vettel fällt auf Ultra Soft, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht rankommen an die Zeiten. So. Das ist natürlich perfekt gelaufen. Diese Wanne wird jetzt auch einfach nochmal mit. Oh, Alter, was ist denn heute mit dem Auto los? Die Reifen sind auch überhaupt nicht auf Temperatur. Ja, das wird mega rutscher, wenn der Vettel. 3,1. Was ist denn heute? Was ist denn hier los gerade? Also es sind jetzt drei Ecken gewesen, wo es jetzt absolut gar nicht gepasst hat mit den Kurven. So, besser momentan, also momentan noch 4 mit 8,5 Sekunden Rückstand, aber das wird definitiv nochmal, da müssen wir nochmal hin. Alter, überhaupt nicht meine Strecke gerade. So, jetzt sind wir ein bisschen dran, also langsam momentan als der. Jetzt, wo ich besser durchgekommen bin, sind wir langsamer. Alter, der Vettel will gerade eine Schnellrunde nach der anderen mit der Zeit, mit den Zeiten. Ich merke, dass die Softreifen überhaupt gar keine Option sind fürs Rennen. Die Reifen brauchen auch einen Moment, um bis auf Temperatur zu kommen.
tue gerade mein Bestes, um irgendwie die Zeit ein bisschen gut zu machen. Ja. Mal gucken, was das noch geht jetzt. Mehr wird nicht dran sein. Mehr wird nicht drin sein. Also eine Sekunde Rückstand auf jeden Fall. Ich hatte ein bisschen mehr, aber ich wäre auch ein bisschen besser dran gewesen, wenn ich nicht im letzten Sektor viel zu viel liegen gelassen hätte. Ja gut, die fahren alle ultrasoft, ne? Da vorne. Das heißt, momentan die schnellsten mit den Softreifen. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Räikkönen, Alonso und Lewis Hamilton. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ja, und wir stehen zwar nur auf Platz 12, aber wenn ich ehrlich bin, da alles andere mit Ultrasoft bzw. Hypersoft-Reifen gefahren sind, würde ich sagen, muss der Unterschied zu den Ultrasoft... Der Unterschied zu den weicheren Reifen definitiv um einiges besser sein. Weil es sind eigentlich nur 5 Autos gefahren mit den Soft-Reifen, also in unserer Wenigkeit, als wie gesagt 12. mit dem Schnellsoft, dann Carlos Sainz, Ericsson, Hartley und Sirotkin. Das sind die einzigen Fahrer, die gewesen sind. Also die Soft-Reifen sind überhaupt keine Option. Die sind überhaupt keine Option für das Rennen jetzt, aber am Sonntag. Na gut, war es nicht, definitiv nicht. Es macht zumindest Mut, wenn die schnelleren Reifen kommen. Und die sehen wir dann jetzt gleich auch im zweiten Abschnitt des freien Trainings. So, als nächstes will er uns auf die Hypersoft schicken. Das tun wir dann mal auch. Und das erste Mal hier sehen wir Singapur bei Nacht in dieser Folge. Ja, mal gucken, wenn wir es hinkriegen. Aber ob die Ultras auch so viel schneller sind. Wie gesagt, ruhig nochmal 2,2 Sekunden, 1,40er Zeiten sind die beiden gefahren. Wir waren, glaube ich, 42,2 oder so. Also, mal gucken. Der Unterschied muss ja mega gravierend sein. Muss ja überall immer eine Sekunde sein. Wir gucken mal, was die Reifen jetzt sagen, die ersten. Ja. Wie gesagt, eigentlich müsste die Strecke dem Red Bull deutlich besser liegen. Als den Mercedes und den Ferrari. Weil der Red Bull liebt nicht so diese Highspeed-Strecke, sondern der Red Bull mag eher nur wirklich diese kurvige Strecke, wo es auch Ungarn ist, gewesen ist. Da waren wir ja mehr als überlegen.
In Belgien und Italien haben wir echt so, ja, haben wir schon unsere Schwierigkeiten gehabt hier, aber wir haben die Rennen noch geschlagen. Hier ist so ein kleiner Mix, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Die meiste Zeit dürfen wir, wie gesagt, im Kurvenschlängel holen, da liegt das Auto deutlich besser. Es kann sogar sein, dass ich noch eine dritte Saison dranhänge. Dann werde ich aber werde ich zu Williams wechseln, um meinen Vorgeschmack auf einfach 2019 zu bekommen, das am 28. Juni rauskommt. Also nicht mehr so lange Zeit, 2 Monate noch ungefähr. Obwohl, finde ich ehrlich, belohnt sich das fast gar nicht, eine neue Karriere zu beginnen. Ich werde dann symbolisch zu Williams wechseln. So, Perez mit der Bestzeit, 1:43.0. Da sind wir auf den Softreifen doch besser gewesen noch. Aber der Perez ist auch immer für eine Überraschung gut. Nee, was Alonso im ersten Abschnitt. Mal gucken, was die Zeit jetzt sagt. Ah, nicht ganz auf die 50er Zeit drin gekommen. Aber über eine Sekunde schneller gegenüber den Softreifen sind die schon. Der Unterschied muss ja mega gravierend sein. Mal gucken, was die. Dann ist klar, dass die Hyper. Gut. Das sind die Ultrasoft, ne? Ich glaube, die Ultrasoft sind, glaube ich, keine 1,40er Zeiten gefahren. Die Hypersoft, zwei da vorne mit Hamilton und Alonso. Was habe ich überhaupt die fette Mischung drin? Nö. Dann kann das auch nichts werden. Dann hätte es auch ein messungsfreies Training werden können. Das habe ich überhaupt ziemlich gar nicht gemerkt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist so das Automatische. Weil es in der Quali, glaube ich, die Max-Mischung gibt. Das heißt, wir setzen nochmal einen Satz, beziehungsweise Versuch. Jetzt gewann hier auch in 2018 Daniel Ricciardo sein Rennen. Also ein Red Bull, genau. In dem Auto, den wir ja hier auch sitzen. Also wir sitzen ja an dem Auto von Daniel Ricciardo. Für die Leute, die uns fragen. Das ist die Frage, die sind öfters aufgekommen. Was für ein Lenkrad ich benutze. Ich bin feier mit dem Lenkrad. Das ist Logitech G29. Nur so nebenbei. Ja, man hört zwischenzeitlich mal das Force Feedback. Ich habe es deutlich runtergestellt. Ich habe hier angefangen mit Force Feedback 110. Da hast du wirklich jede Bodenwelle mitgenommen. Hier mittlerweile geht das auf jeden Fall. Deswegen Bewegung auch. So fühlt sich dieses zwischenzeitliche Haken, was ich drin habe. Das mache ich bewusst. Diese leichten Korrekturen gerade. Die mache ich ziemlich bewusst auf dem Lenkrad. Ja, weiß ich, mit dem Controller sind sie ein bisschen anders. Sonst hat man die Runde und Kurve auch ein bisschen eckig. Ich glaube, ich habe angefangen damit zum Controller. Ich weiß nicht, bis... Set Fuel Mix 1, if you want to save the engine for the race. Na, wir sollen das retten. Wir müssen eh eine Strafe holen, ne? Das heißt, wir müssen einen neuen Motor einbauen. Komm, dann machen wir das jetzt einfach zu Ende hier. Bisschen nah an die Wand. Jetzt haben wir eine halbe Sekunde Vorsprung. Also wird nochmal... Das wird die als 40er Zeit werden. Wenn ich sie nicht im letzten Sektor weglege. Und wo ihr noch die Frage war, wo habe ich meine Setups her, ob ich mal ein Tutorial zeigen kann. Das liegt einfach daran, dass ich keine eigenen Setups benutze, sondern von Freunden benutze. Also ich habe die meisten aus dem Zeitfahren. In Kanada jetzt am Montag, das hat überhaupt nicht funktioniert, das Setup. Ich habe mir jetzt für das Samstag Kanada-Rennen am Samstag ein anderes Setup geholt, schon das von Brandon. Ich probiere das jetzt aus, dann irgendwann mal jetzt die Tage, ob das funktioniert. Ansonsten muss ich da vielleicht ein bisschen noch Feinheiten einbauen. Ich bin keiner, der gut Setups entwickeln kann. Definitiv nicht. Das ist gut für die. Das könnte sogar eine 1:39er Zeit werden. Ja. Ah, als 40.007. Ja, das ist ganz minimal nicht ganz geholt, aber die Zeit zumindest gut gesetzt. Puh. Aber das sind mal Zeiten auf einmal. Das sind mal Zeiten, die mir auch gefallen. Wo ich auch denke, jupp, das kann an diesem Rennwochenende was geben. So, was muss ich dann immer machen? Ich wollte mich das Feedback. So, Setup 4 von 4.
Ja, und wir müssen eh neues Dings machen. Neuen Motor einbauen. Die Strafe ist ja eh drin. Wir werden also definitiv nicht von der Pole ins Rennen gehen. Das wird ein verdammt schwieriges Rennen werden. Ich weiß nicht, wie die Strafen aussehen. Weil ich glaube, die Strafen sind bei 10 Plätzen, glaube ich, bei dem Motor. Wir dürften auf 11 stehen. Ich hoffe, dass wir da keine Quidstrafe so dazu bekommen. So. So ist. Genau. So, dann machen wir das auch fertig. Tolle. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Richter und Valtteri Bottas. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, aber auf einmal, gut, wie gesagt, das erste freie Training haben wir den Softreifen hergeschenkt. Fahren wir überhaupt die Softreifen? Aber das, klar, dass sich der Hamilton das mit den Ultrasoft, Hypersoft nicht noch nehmen ist. Sag ich auch immer, die Soften keine Option. Der Verstappen fährt nämlich in 42,8. Der ist langsamer als wir im ersten Training. Mit den Soft. Der ist eine gute halbe Sekunde langsamer mit den Softreifen. Das ist definitiv null Option, um irgendwie, ja, fürs Rennen. Definitiv nicht. Na gut. So. Genau, dann haben wir das jetzt auch soweit erledigt. Dann, gehen wir jetzt, bevor wir gleich ins dritte Freitraining, gehen wir Gott mal kurz in den Entwicklungsbaum. Weil ich will. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, gut, das ist klar. Zack. An die ganzen Einheiten mal anpassen. Wie haben wir denn noch über 180? Ja, super. Ich habe natürlich keine Entwicklungspunkte mehr, die muss ich mir natürlich wiederholen. Aber zumindest war jetzt angebaut, aber zumindest ein bisschen angepasst. Um den Red Bull ein bisschen mehr Leistung zu bringen. Gut, dann gehen wir rein. Das dritte freie Training. Auf geht's. Wenn wir gleich hoffentlich erfahren, wenn wir wahrscheinlich gleich erfahren, wie weit wir zurückgesetzt werden. Wie gesagt, geht davon aus, dass wir nicht auf der Pole stehen. Das heißt, es wird ein verdammt hartes Rennen werden am Sonntag. Aber das ist auch eine Herausforderung. So. So, Hypersoft. Gut, dann setzen wir uns mal auf die Hypersoft. Zack. Wo ist das denn? Da. Und dann gucken wir mal, was das Auto auch mit den Hypers kann. An diesem, ja, tagesmäßig Samstagmorgen. Deswegen wird wahrscheinlich auch hell wieder sein. Das ist okay, jawohl. Ja, ein bisschen. Morgendämmerung. Oder? Morgendämmerung, Abenddämmerung. Abenddämmerung, ja, genau. Das letzte Training für heute, liebe Leute. Fünfte, das geht ja noch. Für den Motorwechsel 5 Plätze ist in Ordnung. Dann wären wir Sechster. Und dann können wir noch auf jeden Fall einiges drehen. Das ist gut. Aber wir haben einen frischen Motor am Auto. Das kann durchaus auch ein Vorteil vom Rennen sein. Wir haben es ja letztes Jahr geschafft, damals im Mercedes. Ne, Ferrari war das natürlich. In den USA. Von dem letzten Platz aus das Rennen zu gewinnen. Das Auto sich eigentlich noch nicht wirklich angenehm angehört. So, wir fahren mal rein. Gehen mal rein. Ich sollte auch umstellen. Also so wird es die erste Runde wahrscheinlich wieder verschenkt. Wir legen mal eine Zeit vor. Also 40.007 hat noch nicht gereicht. Die Hypersoft von Hamilton waren auf 39.5. Diesen Zeitenvergleich haben wir zumindest schon mal. Das ist gar nicht mal so unwichtig von ihm. Gucken, was sie kriegen. Also wahrscheinlich nicht im ersten Versuch direkt verliebt. Das würde mich schwer wundern, wenn wir es hinkriegen würden. Weil ich keiner bin, dass ich sie auf den, der die ersten Versuche absolut top hinbekomme. Ich bin keiner für Sprint Qualifying oder für die einen Versuche rennen. Da gibt es andere Kandidaten für. Ich brauche meistens 2 bis 3 Versuche, bis ich wirklich auf einer vernünftigen Zeit habe. Bis ich mit meiner Zeit auch zufrieden bin. Die erste Zeit ist immer erstmal zumindest überhaupt eine Zeit zu haben. Und die zweite und dritte Zeit, die kommen normalerweise, dann erhole ich mir die paar Sekunden. So, Fernando Alonso hat 243,9 auf Hypersoft. Ah, der war aber im ersten Abschnitt
im ersten Training war der ja schneller, meiner Meinung nach. Ja, Platz 12, Platz 2 und jetzt hoffentlich Platz 1. Komm. Das heißt, wir sind eigentlich schon verdammt am Sonntag die Pole zu holen. Ansonsten könnte das ein verdammt schwieriges Rennen werden. 44, ne? Da fehlt noch eine Sekunde. Da fehlt noch eine gute Sekunde. Eine halbe Sekunde haben wir jetzt Vorsprung, etwas weniger. 400. Reicht erstmal zumindest, um vorne zu sein. Da ist ein Auto vor uns. Etwas langsamer. Ich hoffe, dass er jetzt gleich nicht. Ah, danke. Sonst kriegen wir keine Information, dass wir jetzt das Ding wieder schonen sollen. Ja, ich komme nicht hin an der Zeit momentan. Sauber vor uns, glaube ich. Also ein Alfa Romeo. Wahrscheinlich ein Ericsson. Müsste ich fast zaubern im letzten Sektor. Müssen wir eine gute halbe Sekunde finden. Ich bin auch nicht super durch. Ich bin auch nicht perfekt da durchgekommen. Leclerc ist es. Ich habe einen neuen Motor eingebaut. Wieso soll ich denn. Es war knapp, also ein bisschen angeeckt. Jetzt ist der Sauber natürlich vor uns direkt. Eine unpassende Stelle, das kann mir ordentlich Zeit kosten. Sorry, dass ich das jetzt mache. Aber ich muss das an dem Auto vorbei. Ich muss an dem Auto da vorbei, weil das hat mich jetzt auch ein bisschen gestört. Wir sind ein bisschen leicht rausgerutscht, aber. Ich würde keine Zeit gekostet haben. Momentan die Führung von Brandon Hartley, der, wir erinnern sich, Mitte des Rennens im letzten Jahr die Führung inne hatte vor uns. Dann haben wir ja Beginn des zweiten Tages, da muss ich das Rennen jetzt splitten. Weil da das Qualify nicht drin war, irgendwie. Weil nicht zu gebrauchen war. Das ärgert mich trotzdem immer noch heute. Ich hoffe, dass das sicher an diesem Wochenende genauso ist. Wir sind ja momentan in der zweiten Saisonhälfte. In der zweiten Saison überhaupt. Dann ist man nicht so angeeckt. War ich noch Mutter drin? Oder kommt ihr später rein? Ich wollte was austesten. Naja. Shit. Ja gut, egal. Ich nehme das Triebwerk schon drin. Doch, 5. Ja, eigentlich normalerweise schon. Das Ding ist gerade komplett drin und das zeigt mir. Jo. Ja. 4 will ich jetzt auch nicht ohne dich irgendwie. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Ja, momentan fühlen wir auf 1 und 3, auf 1 und 4, 39,7, ist aber immer noch nicht die Zeit, die Hamilton geknackt hat mit den Hypersoft. Da wären wir immer noch hinten an, wenn der jetzt nicht nochmal eine Zeit raushaut. Wobei viel jetzt auf Hypersoft unterwegs ist. Gut, einfach eine halbe Sekunde hinter vor Kimi und Nico Hülkenberg auf 3. Der ist auch so einer, dem könnte ich das locker zutrauen, da mal oben vorne mit reinzufahren. Aber bisher leider noch ohne Podium, der Gute.
Aber wir haben es geschafft. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Richter, Räikkönen und Nico Hülkenberg. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Die 5 Plus bin ich auf jeden Fall klar. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir mit den Hypersoft in das Qualify gehen. Was müssen wir? Wir können gar keine andere Strategie fahren. Oh, das war Claire. Ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Boah, ich bin auf dich zufrieden. Gemischt aber. Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Genau. Einfach Daten sammeln. Sie waren im Training unheimlich schnell. Würden Sie sagen, dass Sie sich hinterm Steuer ziemlich wohlfühlen? Das auf jeden Fall. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Ja, natürlich bin ich in die Parade. Klar, ärgert mich gerade auch ein bisschen. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ein bisschen Abtrieb tun. Danke für den Kommentar. Jo, ein bisschen was für den Abtrieb tun, auf jeden Fall, das wäre wichtig. Ja, das ist ein bisschen, ja, gerade hinten am Ende, bevor es unter die Tribüne geht, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen rangekommen. Ja gut, am ersten Training haben wir so unsere Schwierigkeiten gehabt mit den Softreifen und da waren die Bremsen auch noch nicht das, was du dann im zweiten und dritten freien Training war. Danach lief es ja. Zweite und dritte freie Training war dann wirklich auch stark. Also im ersten Training hatte ich die Hoffnung ein bisschen mehr aufgegeben. Habe ich gedacht, das wird nichts. Aber dann, wie gesagt, ja klar, wir fahren immer die schnell langsamsten Reifen als erstes. Gut, der Ruf ist mir herzlich egal. Die tun wir uns relativ schnell wieder zurück. So. Nachrichten. Kommende Session, Jetterfeuersage, okay, das ist alles soweit in Ordnung. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FN 2018 und dann geht's ins Qualifikationsrennen zum großen Preis von Singapur. Bis morgen und tschüss.